Ach, was für ein Abenteuer. Eben noch ziehen wir den Raub des Jahrhunderts durch und nun sind wir Beute mit einem Haufen Jäger auf den Fersen. Inzwischen ist es Tag geworden. Ja, eine großartige Geschichte. Aber ich habe genug von dieser Prahlerei. Komm, Soltan, wir müssen die Halblinge überzeugen, dass sie nichts gesehen haben. Das ist Material für einen ganzen Balladenband. Der wird weggehen wie warme Semmeln. Ist das alles, was dich kümmert? Die Balladen, die dabei rausspringen? Dein Ego nimmt wohl Überhand. Du wirst im Alter immer selbstsüchtiger. Worum geht's hier eigentlich? Um Ciri. Warum soll ich mir denn um Ciri Sorgen machen? Weißt du denn nicht, wie sie kämpft? Das Mädel kann auf sich aufpassen, glaub mir. Außerdem muss sie ja wegen dieses Kästchens wiederkommen. Das Ding, mit dem alles angefangen hat. Das hier? Das hast du von Hurensohn? Oh, da wird Ciri aber froh sein. Aber Hurensohn ist bestimmt außer sich. Ja. Hurensohn ist tot. Oh, Zorn ist dir wohl auch nicht fremd. Naja, ich kann nicht behaupten, dass mich sein jähes Ableben bekümmert. Er hatte es so sehr verdient wie seinen unvorteilhaften Spitznamen. Was ist mit unserem alten Freund Sigi Reuven? Hast du den auch schon besucht? Dem geht's gut. Das ist schlecht. Dürfte ziemlich sauer auf mich sein. Hat Ciri dir mal gesagt, was das ist? Oder wieso sie damit zu Hurensohn gegangen ist? Sie ist zu Hurensohn gegangen, weil ich sie hingebracht habe. Ich hätte wissen müssen, dass das deine Idee war. Was? Ihr magisches Dingsbums war kaputt. Hurensohn hatte Kontakt zu den Magiern, die es reparieren konnten. Außerdem brauchte sie Hilfe beim Entziffern eines Fluchs. Dessen Beschwörung. Warum hat Ciri sich für diesen Fluch interessiert? Wollte sie ihn wirken oder brechen? Hat sie das gesagt? Sie wollte überhaupt nicht drüber reden. Und ich wollte nicht neugierig sein. Das eine Mal, wo es nützlich gewesen wäre. Aber ich bin mir fast sicher, dass sie ihn brechen wollte. Bei wem? Oder bei was? Oder bei sich selbst? Nein, ich glaube nicht. Ich meine, sie sah nicht verflucht aus. Aber sie hatte es ganz schön eilig. Weißt du noch mehr über den Fluch? Etwas Bestimmtes? Ein Detail? Irgendwas? Also, ich weiß die Worte. Nicht dein Ernst. Doch, das ist war elfisch. Ciri hat den Spruch ständig wiederholt. Sie wollte ihn sich wohl einprägen. Er ging so. Vafail Ilain, Ketmil Foli, Gledif Dorn Eptenate, Bundro Itne Iakus. Das sagt mir nichts. Mir noch weniger. Mist, das reicht einfach nicht. Hat Ciri sonst noch was gesagt? Sie hat gar nicht viel gesagt, um ehrlich zu sein. Triss könnte den Spruch kennen. Sie ist nicht mehr das kleine Mädchen, das durch Kaer Morhen rannte. Sicher ist sie immer noch impulsiv und lebendig, aber auch stur und launisch. Der Apfel ist nicht weit gefallen, sag ich dir. Ah ja. Ja, das ist wohl klar. Sie ist mir wieder entglitten. Ich war so dicht dran. Sie kam aus Velen hierher. Offenbar hat ihr da jemand geholfen. Vielleicht ist sie zurückgegangen. Das bezweifle ich. Ich habe dort mit dem Baron gesprochen. Er hat Ciri geholfen. Er sagte, sie sei nach Novigrad geritten, um Yen und mich zu suchen. Und Yen ist in Skellige, um nach Spuren von Ciri zu suchen. Also? Skellige? Skellige. Ihr beiden habt jetzt genug geplappert. Jetzt will ich mich endlich mit Rittersporn unterhalten. Wenn du fertig bist, bin ich dran. Wir sollten zum Rosmarin und Thymian zurückkehren. Tja, ich hatte für heute wirklich genügend Aufregung. Sie ist also nicht in Beraten und ein weiches Bett mit flauschigen Kissen. Was ich mir dachte. Das habe ich mir heute verdient. Dann geht's wohl weiter nach Skellige. Wir haben uns doch ewig nicht gesehen und gesprochen. Kommst du vorbei, wenn du in der Gegend bist? Ganz sicher. Und zwar schon sehr bald. Ich nehme dich beim Wort, Geralt. Bis bald. Und nochmal vielen Dank für heute. Und jetzt haben wir ihn wenigstens.
zurück als Kumpanon. Glückwunsch, du kannst jetzt die Erweiterung Blood and Wine Abenteuer gehen. Im bisherigen Erfolge-Quest wurde die erste Quest-Blatt ausgetauscht. Wir nutzen die Erweiterung der Stufe 34. Viel Spaß und Glück auf deinem Weg. Aha, aber die. Ja, aber das ist ja jetzt noch nicht Stufe 16. Mal ganz langsam, bevor wir das DLC spielen. Mal ganz langsam. Okay, hier haben wir wohl noch eine Quest. Bevor es die jetzt hier angehen, gehen wir noch nach Skellige. Dafür sind wir jetzt ausreichend gelevelt. Sein, wir wollen hier noch ein paar Nebenquests machen. Hier zum Beispiel eine. Oh, wir sind dankbar. Das wollten wir zum Ausdruck bringen. Deshalb haben wir ein Geschenk für dich. Ein Porträt des Hierarchen. Hübsch. Oh, es ist nichts. Wir haben noch Dutzende. Würdest du bitte nicht erwähnen, woher du es hast? Ja? Na schön. Lebt wohl. Was soll ich mit einem Porträt des Hierarchen? Ah ja. Hübsch ist es. Nicht. Ja. Okay. Ein Schlagbretter übrigens. Ja. Ehrlich gesagt jetzt nicht so sehr Bock drauf. Und hier haben einen Charakterpunkt. Können wir das jetzt machen? Können wir. Sehr schön. Präzisionsschlag. Die Chance auf kritische Treffer bei schnellen Angriffen um 2 und den Schaden der kritischen Treffer bei schnellen Angriffen um 15%. Adrenalin-Punkte gewinnen 1%. Aha. Besser im Angriff. Jetzt wollte ich nochmal zu den Quests. Finde heraus, ob Ziri sich in Novigrad befindet. Da haben wir jetzt das zweite Drittel der Hauptquest abgeschlossen. Ah ja, das ist jetzt hier das sind die DLC. Ach, die Anschlagbretter wählen und die Anschlagbretter 7. Das ist jetzt hier DLC, das wollen wir natürlich noch nicht machen. Ich würde sagen, wir machen mit Hauptquest weiter, finden heraus, ob sie sich in Skellige befindet. Es geht, glaube ich, hier. Jetzt so die Überquest, das wird jetzt wahrscheinlich eher Resizis Gellige. Das ist jetzt unser nächster Treff. Da haben wir schon einen. Ihr erinnert euch, wir waren schon auf einem Schiff drauf. Da haben wir schon versehentlich angefangen. Und
Dann müssen wir jetzt den Captain finden. So, Schnellreise. Novigrad können wir noch. Ich denke, wir werden im nächsten Stream dann mit der Sache Richtung Skellige weitermachen. Weil hier haben wir auf jeden Fall, wie ich sehe, hier mindestens noch eine. Hier noch eine und hier noch eine. Wir haben noch ein paar Nebenquests, die wir machen können. Da denke ich, machen wir die heute erstmal noch. Und werden wir jetzt noch ein bisschen beschäftigt sein. Dann werden wir wahrscheinlich morgen, nicht morgen. Vielleicht doch morgen mal schauen, wie ich das im Stream plane, einplane. Nach Skellig aufbrechen. Also wenn mich alles täuscht. Und wenn mich nicht alles täuscht. Haben wir auf dem Streamplan momentan Edna bricht aus. Und The Witcher, das heißt. Werden wir morgen vielleicht eher Edna bricht ausspielen. Aber zu viel. Auf der Bank jetzt hier. Hier mal eine Quest. Der folgen wir gerade mal. Was wird der morgen bringen? Deine Klingen, warum trägst du die nicht an der Hüfte wie alle? Wir mal schauen, wie viel was wir neben Quests noch machen können. Oh, bist du zufällig wegen der Nachricht hier? Eigentlich das ist die eine Nebenquest, die wir schon gemacht haben, da kann man ja nicht weiter. Ich habe gehört, du suchst deine Begleitung. Nicht irgendeine Reise, sondern das Meer. Zu schwer. Hör zu, als ich 1242 zur Infanterie kam, habe ich meiner geliebten Letta versprochen, lebendig, unverletzt und mit einer Perle aus Skellige zurückzukommen. Einer seltenen und sehr wertvollen schwarzen Perle. So, so, große Pläne. Vielleicht. Aber das waren leere Versprechen. Ich kehrte aus den Kriegen zurück, doch hielt niemand Wort. Jetzt ist es aber soweit. Wenn nicht jetzt, wann dann? Die Sache ist nur, ich bin inzwischen alt geworden, wie du siehst. Ich schaffe es nicht mehr alleine. Ich brauche eine starke Schulter. Und Hexer sind auch stark. Und? Was sagst du? Nach Skellige ohne. Ja, ich meine, an dem können wir es erstmal. Ist verrückt, aber er klingt auch sehr reizvoll. Wenn du mich bezahlst, helfe ich dir. Mach dir um Geld keine Sorgen. Ich habe genügend von den Fronten mitgebracht. Dann treffen wir uns in Skellige, an der kaputten Brücke bei Arinbjörn. Der Ort, wo die schwarzen Perlen wachsen, ist dort in der Nähe. In Ordnung? Klingt gut. Wir sehen uns dort. Von dem Schiff nach Skellige. Ja, die Quest der schwarzen Perle, das können wir jetzt noch nicht. Die schwarze Perle. Wie ich das verstanden habe, ist das ein Skellige und da können wir es gerade nicht machen. Schweren hat keinen Sinn. Und auswählen, solange ich. Ah ja, hier ist die goldene Stör. Hier sehe ich nochmal eine Quest. Ich sollte mal annehmen. Und dann hier eine. Sobald ich die Bude geschlossen habe, seht ihr mich erst nächste Woche wieder. Für die Hälfte. Weißt du, wie man einen Mann ausscheidet? Bitte was? Hierher! Sidequests. Was gibt's denn? Wir haben ein Problem, Meister Hexer. Ein Freund von uns wurde verletzt und wir finden ihn nicht. Der Arme könnte verbluten. Du hast doch schon so viele Monster verfolgt. Könntest du auch unseren Freund finden? Wir zahlen auch was. Warum nicht? Ein kleiner Umweg wird nicht schaden. Geh voran, Meister Hexer, aber so schnell es geht. Der arme Kerl braucht Hilfe. Ich brauche erst eine Spur. Irgendwelche Ideen? Ja, er ist gerannt zum Hafen. Kam aus der Kanalisation.
Kanalisation? Der Geruch müsste einfach zu verfolgen sein. Ja. In dem Quest. So viele unerledigte Quests, die wir hier haben. Finde Zutaten? Nein. Das müssen wir auch mal gleich noch machen. Okay, ich weiß gar nicht, welche das jetzt ist. Wenn das Fans, ja, das sind die beiden DLCs. Okay, ich würde dann erstmal. Bevor wir hier noch weiter rumirren. Machen wir das mal hier. Oder haben wir hier. Nein, hier würde ich mich nicht verstecken. Der Hexer liegt falsch. Gewärtige den Kampf. Diesmal wirst du es nicht so einfach haben. Du hast Freunde dabei. Kämpfen die auch alle zu Ehren der Jungfer Heidelbeer? Nein, die kämpfen für die gerechte Sache, die darin besteht, dass du gegen mehrere kämpfst. Ach ja. Ja, denn du bist ein Bösewicht und Betrüger, mein Herr. Du hast dich nicht als Hexer zu erkennen gegeben. Es ist spät. Geht besser nach Hause. Morgen ist auch noch ein Tag. Weise Worte. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin so schläfrig. Oh, hier sind wir fertig. Das soll man versuchen. Guck mal. Pass auf, Penner. So kann man Kämpfe auch mal vermeiden. So Rittersporn sollen wir. Guck mal. Da hat jemand den Hafen weggeschissen. Okay. Auf zu Rittersporn. Autsch. Achso, ja. Tatsächlich müssen wir hier lang. Menschliches Fleisch. Der letzte, der mir geschäftlich in die Quere kommen wollte, wurde erst nach einem Monat gefunden. Habe ich mich klar ausgedrückt, Chivai? Was soll die Aufregung? Kannst du mich nicht als gesunden Wettbewerb betrachten? Was redest du überhaupt mit ihm, Herzog? Ich finde ja, ein paar zertrümmerte Knie sagen mehr als 1000 Worte. Ach, Geralt, schön, dass du kommst. Genau zur richtigen Zeit, wie es ausschaut. Gibt es hier ein Problem? Problem? Gibt es hier ein Problem, meine Herren? Nicht doch. Ich wollte dir nur meine neuen Kumpel vorstellen, ehe sie sich verpissen. Sie wollten nämlich gerade aufbrechen, nicht wahr? Wir sprechen uns noch, Chivai. Bald. Was soll das? Lässt du dir von einem dahergelaufenen Mutanten Angst einjagen, Herzog? Das ist kein dahergelaufener Mutant. Ich kümmere mich um ihn. Wir sehen uns an, was in ihm steckt. Dann lassen wir es den Winzling auffressen. Wie klingt das? Beim nächsten Mal, Graf. Gehen wir. Genau. Und lasst eure Visagen hier nie wieder blicken. Na sauber. Jetzt sitze ich bis zum Hals in der verdammten Scheiße und hab keine Schaufel. Zwielichtige Typen.
Wer war das? Die dicke Fischblase ist der Herzog. Angeblich will er Hurensohn Junior beerben, aber dem Penner fehlt zu viel dazu. Vor allem Geld, Einfluss, Leute und Klasse. Und der andere? Der Graf, ein Bastard wie kaum ein zweiter. Mir zuckt der Arsch schon bei seinem Anblick. In Mahakam haben wir solche Schweineficker mit einem Paket Schwarzpulver und einer Leckenlampe den Streb runtergeschickt. Worum geht es denn? Hast du geschäftlich mit ihnen zu tun? Ganz im Gegenteil, verflucht. Weißt du, Geralt, alter Kumpel? Jetzt wirst du mich um Hilfe bitten, stimmt's? Die Sache ist die, dass ich einer gemeinsamen Bekanntschaft sozusagen irgendwie einen kleineren Betrag schulde. Francis Bedlam, dem Bettlerkönig. Um die Schulden abzuzahlen, habe ich beschlossen, mich Gwint jetzt professionell zu widmen. Das wird ja immer besser. Ich meine nicht mein Spiel, sondern meine Karten. Die seltensten bringen heutzutage stattliche Sümmchen ein. Leider ist das kein Geheimwissen mehr. Ich habe auch einen willigen Käufer für meine Sammlung. Mir fehlen nur noch 3 Karten. Aber die Köter des Herzogs hängen mir am Arsch. Also, was sagst du, Geralt? Ach. Das schaffst du schon, Sultan. Klar. Oder ich entdecke, dass ich einfach toll aussehe ohne Ohren. Oder Hände. Der Bettlerkönig nimmt angeblich beides als Anzahlung entgegen. Na schön, ich denk drüber nach. Danke. Bis dann, Geralt. Okay, dann haben wir uns eine Quest. Erstmal müssen wir Ritter spawnen. Was war denn los? Sie hat mir ins Gesicht gespuckt. Jedenfalls fast. Nannte mich einen Hurentreiber und Dämlack. Hat man Töne. Scharfsinn ist meine Stärke. Also Priscilla wächst mir langsam ans Herz. Spar dir das. Spar du dir die Schmollerei. Zeig ihr lieber, dass sie sich irrt. Genau das habe ich vor. Ich habe immer von meinem eigenen Kabarett geträumt. Ein paar Tropfen Farbe und der Laden sieht umwerfend aus. Einziger Haken, ich brauche Geld. Also, wenn du zwischen Ertrunkenen und Ekimen mal eine Pause machst, würdest du einem alten Freund helfen? Vielleicht kriegst du bei Vivaldi einen Kredit. Ich würde für dich bürgen. Kurios, dass du es erwähnst. Ich war schon bei Vivaldi. Weißt du, was er gesagt hat? Hexer taugen nicht als Bürgen. Zu hohes Risiko eines vorzeitigen Todes. Aber ich hätte noch eine Idee. Ich war mal mit diesem Mädel zusammen, Sophronia. Ein Name, ob du es glaubst oder nicht. Ihr Vater ist Gewürzhändler aus Serikanien. Und ein lieber Papa würde seiner lieben Tochter doch nie was abschlagen. Wir können uns das Geld von ihr leihen. Ja. Nun spuck schon aus, was du willst. Du hast den Plan doch schon fertig. Sophronia könnte mir eventuell ein wenig grollen nach unserer unglücklichen Trennung. Aber mit ein wenig Hilfe deinerseits würde sie mir vergeben. Und mir was leihen. Und diese Hilfe bestünde worin? Zunächst brauchen wir ein stumpfes Schwert von Madame Irina. Eine Requisite. Du weißt schon, wie man bei Theaterstücken benutzt. Besorg es dir und triff mich dann vor Sophronias Haus. Nehmen wir an, ich bin einverstanden und gehe zu Madame Irina. Was machst du unterdessen? Ich muss noch etwas vollenden. Das schaffe ich, bis du mit dem Schwert zurück bist. Versprochen. Dann sag ich dir den Rest. Oh je. Aber was soll es? Gut, aber... Geralt, hier gibt es kein Aber. Nur noch den Aberwitz künftiger Abende. Es wird schon klappen. Du wirst sehen. Hol das Schwert von Madame Irina. Wir treffen uns bei Sonnenuntergang vor Sophronias Haus. Na dann. Das Lied kommen wir nachher noch. Wieder ausgerötet. Die Quest des Zwerges nehmen wir nachher noch an. Ah, scheiße. Oh. Genug gesagt.
Exkremente in die Kanalisation. Und wie lief's mit diesem Heiler? Hier kriecht ein Hexer. Die Quest könnte auch noch interessant sein irgendwann. Schweine, überall Schweine. Hallöchen, da bin ich wieder. Ah, wie schön, dich zu sehen. Ich hätte ein Anliegen. Ich müsste mir eine Requisite leihen. Eins der Schwerter für Bühnenschlachten. Huch, wozu brauchst du denn das? Weiß ich nicht. Rittersporn behauptet, es wäre unverzichtbar. Oh ja, ich habe mir schon gedacht, dass Meister Rittersporn was damit zu tun hat. Ich hoffe doch sehr, dass er mir keine Konkurrenz machen will. Bitte sehr. Danke. Ich versuche es nicht zu beschädigen. Bis dann. Okay. Das ist jetzt jemand mit Haar oder? Stumpfes Schwert. Das 20 bis 24 zerschmettern Schaden. Mhm. Das ist schlecht, aber fast so gut wie unser Anfangsschwert. Hey! Was für ein Schlechter! So wie Exkremente in die Kanalisation fließen, fließt der größte Abschaum nach Novigrad. Und wir sollten mal meditieren. Nimm noch halbe Energie. Bitte was? Ich muss dann. Essen mal halt ein bisschen was. Sieh dir den Mutanten an. Ihr zwei da, haut ab. Aber Meister Jäger, wir sind niemandem im Weg. Ach so, hier müssen wir hin. Ihr belästigt mich. Verschwindet oder wir jagen euch ein paar Runden. Nach Einbruch der Dunkelheit. Das können wir doch meditieren. Gerade wo wir gegessen haben. Na dann. Ach, na endlich. Also, dies ist der Plan. Sophronia liebt Abenteuerromane. Ich könnte für sie zum Helden werden, indem ich sie vor einem Banditen rette. Sie wird mir aus der Hand fressen und auf jeden Fall das Geld leihen. Na ja. Ich soll der Bandit sein? Ich wusste, es würde dir sofort einleuchten. Im Ernst? Das ist ein fantastischer Plan? Von fantastisch habe ich nicht gesprochen. Jeder Plan ist besser als kein Plan. Ich habe deinen Text schon geschrieben. Was hast du geschrieben? Damit du weißt, was du bei dem Auftritt sagen sollst. Und deine Maske. Toll. Setz sie auf. Sophronia darf dich nicht erkennen. Aber... Keine Zeit. Sophronia kommt. Halt dich an den Plan. Wir treffen uns morgen im Rosmarin. Stopp. Sofort stehen bleiben. Was der kennt uns bestimmt nicht. Hilfe! Zu Hilfe! Pechtag, meine Dame. Her mit der Börse. Nicht so schnell! Oha. Mit dem Schwert, Halunke. Das ist die erste und die letzte Warnung. Das war gerade ein... Rittersporn? Lichtbock. Fürwahr. Wobei der Abschaum dieser Stadt mich den Roten Rächer heißt. Wohl eher rote Pissnelke. Ruhe, Gewürm! Der Tag soll dich reuen, da du geboren wurdest. Los, Rittersporn! Oh,
Ich bin getroffen. Ins Haus, rasch. Da kriegt ihr uns nicht. Ewiges Feuer, was willst du von uns? Das war das Stumpferschwert, oder? Ja. Dieser böse Das war das Stumpferschwert. Ich bin sicher. Er würde sich doch nicht von der Wache schnappen lassen. Nicht wahr? Ich bin nur gestreift. Du wurdest schon am Morgen im Rosmarin. Ja, toll. Ich bin nur leicht gekratzt. Wir sind halt overpowered.